Einen schönen guten, meine Heldenfreunde und Agrarwissenschaftler. Ja, heute ist Montag und jeder, der Helde spielt, weiß, was Montag ist. Aber heute ist Montag und irgendwie doch nicht Montag. Hä? Ja, das Besondere an den Montag ist, weil ich habe gar kein Derby mitgespielt. Ich habe wirklich vergessen, mich anzumelden. Mein Lieblingsderby, das Mystery Derby. Ich habe mich vergessen anzumelden. Muss ich heute unbedingt dran denken. Ganz wichtig. Ja, was machen wir denn heute mal Schönes? Ja, wir kaspern hier mal ein bisschen ab. Ich habe ja gestern schon gesagt, wir machen auf jeden Fall ein Video. Wir drehen. Heute gibt es doch was Besonderes hier. Fünfmal, zweimal und hast du nicht gesehen. Und fünfmal Kaffee. Ja, gibt es irgendwas Besonderes? Ne, geben wir auch keine Dias aus. Gestern noch mal ein bisschen geholt. Wir kommen dem Ziel ein bisschen näher. Was haben wir denn noch? Ach, Visitor-Bonus. Ja, wie gesagt, gestern hatte ich noch mal schnell fertig gemacht, nachdem der LKW kaputt gegangen ist. Zweimal drehen. Wir haben den Farmpass ja gekauft. Dann, so, da war ich dann auch stehen geblieben. So, wir machen auf jeden Fall die Bombe. Ein bisschen was kriegen wir ja. Da waren drei Grüne gewesen. Aber wir machen wie immer oben links, unten Mitte und oben rechts. Zack, zack. Wow, wir haben 9 Grüne. Wir kommen dem Ziel noch näher. Ast rein. Nächste Runde. Dann machen wir unten rechts. So, aufhören. Schluss. Das ist Nervenkitzel. Alter, 10 Honig und 9 Grüne. Das ist geil. Das freut mich richtig. 95 Stück, das ist geil. Ja, das ist very nice. Wen haben wir denn hier in der Nähe? Die Martina. Da fahren wir nochmal hin. Oh, wir haben 58 Sprit hier. Aber da können wir ja nochmal ein bisschen durchs Tal dödeln. Baum. Was müssen wir denn heute überhaupt machen? Fischladen. Okay. Belieferung. Das klappt doch schon wieder nicht. Das ist genauso wie ein Huhnfang oder wie. Oh ne, hier hinten haben wir eins. Da ist Belieferung. Ein Wagen reparieren. Das könnten wir sogar schaffen. Ja, dann eiern wir doch mal dahin. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Hier. Haben wir das bedient? Ja. Auf dem Weg. Komm her. Gucken wir, ob es Sprit gibt. Da ist auch der Fischladen. Ne, ist kein Fischladen. Jetzt soll ich mal gucken. Aber vielleicht finden wir einen. Kriegen wir keinen. Also bei diesen Hühnerfangen habe ich eben bei diesen Tankstelle noch keinen einzigen Sprit gekriegt. Was ist das denn jetzt hier? Ein bisschen verwegen. So. Ich glaube, so. Zack, da sind wir drin. Bom, bom, bom. Jetzt suchen wir nur noch den Fischladen. Dann haben wir es fertig. Haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Fischladen? Na, wenn man sowas sucht, ist eigentlich. Nee. Wir fahren einfach hier mal drauf los. Wir haben ja genug Sprit. Vielleicht sehen wir ja im Augenwinkel noch eins. Jedenfalls, wenn man hier die Hühner fängt, habe ich noch nicht ein einziges Mal auch an der Tankstelle Sprit bekommen für Ume. Wir haben keine Eier, das ist auch geil. Wollen wir schnell welche holen hier. Wie gesagt, ich war heute noch nicht groß im Spiel drin. Machen wir hier mal so ein bisschen Heyday Klimbim für den Montag, weil ich ja mal sage, Montag-Video ist Pflicht. Wer ist das, mein lieber Thomas? Ja, da fahren wir mal dran vorbei hier. Bis auf ein einziges Mal habe ich wirklich kein Montagsvideo gemacht, aber ihr wisst warum. Es ging ja nicht. Mit den Leiden habe ich immer noch zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich bei dieser alten Schiene hier mal abkriege, dass ich mich mal ein bisschen bewegen kann. Aber ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr irgendwie. So, zack. So, guck mal, hier hinten ist ja richtig Trubel. So, bom, bom, bom. Oh, da drüben ist ein Fischladen. Jetzt haben wir einen.
Da müssen wir mal hin. So, dann nehmen wir hier doch mal die den Weg. Zack. Wo war er denn? Da oben war er. Dann kommen wir hier hin. Mal drei Stück. Okay. Dann fahren wir rum. Ich sehe das jetzt hier so schlecht. Fahren wir hier rum. Boah, drei Stück? Das bist du verrückt? Das geht aber. Da geht der Sprit weg. Hier haben wir schon zwei. Oh nein! Das ist wirklich Karma. Wirklich. Putz vom Ziel geht wie gestern. Wie gestern. Gut, vor den Imbiss geht es hier vor den Fischladen kaputt. Naja, gut, mache ich nachher fertig. Die spare ich mir. Das ist echt ein Witz, ist ehrlich. Unglaublich, unglaublich. Wir gucken noch hier mal die Tiere, was wir so abgreifen können. Wenn wir schon den Rest nicht mehr abgreifen. Ah, verdammt. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist vom Spiel so gemacht worden. So, was kriegen wir denn hier mal raus? Gucken wir mal hier. Bei den Welpen, eine Axt. Bei den Hunden, jawohl, ein Holzhammer und Dynamit. Nicht unbedingt, was wir da brauchen können. Wieder eine Axt, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los hier? Und eine Schraube, ja, jetzt geht doch schon. Hier bei den Pferden, das ist immer meine Hoffnung. Und zack, Brett, zwei Bretter, drei Bretter, jawollo. Na, Bretter habe ich auch wieder genug. Muss mal wieder gucken zum Tauschen. Wie gesagt, habe ich ja gestern in den Videos gesagt, der Discord-Server ist nicht mehr so, ein Bolzen, nicht mehr so gut besucht von Heyday. Ja, das ist dieses Limit, was drin ist. Und früher war ich viel da drin gewesen, getauscht wie so eine wilde Wutz. Aber diesmal ist es nicht so. Wir können noch mal beim Greg gucken, genau. Wir gucken noch mal beim Greg, was gibt's denn heute? Wer es gestern das Video nicht gesehen hat, es gibt ja Geburtstagskalender Nummer 2 müsste ich jetzt mal suchen. Da müsste ein bisschen Geduld haben. 5, weil ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe wirklich vorweg noch nicht geguckt. 9 gibt es. Stimmt hier unten, ne? Ach, die einen oder anderen sagen da, das ist wie bei so einer Hilfeaufgabe. Eigentlich mache ich die gar nicht so gerne. Nummer 3, das kommt morgen. Weil ich finde hier immer nie was. Hier haben wir Nummer 6. Ich muss wirklich hier systematisch abgehen. Ja, aber so Kalender, das ist wie in der Kindheit. Wer sucht, der findet. Verdammt. Hier ist die 7. Ich müsste doch hier langsam mal kommen. Ja, nicht abschalten. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ich werde ihn finden. So, wo? Da ist er doch. Da ist er. Und zack, was kriegen wir heute? Oh, eine schöne Karte. Das ist gut. Was ist das für eine? Das EP-Kase 50 mal. Ich weiß nicht. Die letzte. Ja, 50% für 12 Stunden. Das ist cool. Das ist cool. Ansonsten Angebote. Wir haben hier die neuen Angebote. Und zwar hier einmal für 5,50 Euro. Sage ich mal, ich runde mal auf. Einmal aufrunden, bitte. Gibt es 130 Diamanten und diesen Zaun 5-mal, wobei bei diesen Zäunen, ich weiß immer nicht, man müsste da mehr kriegen, 5 Stück lohnen eigentlich nicht. So, hier haben wir hier diese Bubblebox und den Lautsprecher für 11 Euro, 275 Dias und das dazu und hier dieses tanzende Disco-Schaf. Alles die Angebote hier für 22 Euro und 570 Dias dazu. Okay, wen es interessiert, Schnäppchen haben wir diesmal nicht. Okay, ja, jetzt fällt mir aber auch nichts mehr ein.
Das, ach so, morgen Derby ist, was war denn morgen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber das können wir doch gucken. Hier rauf und die 7. Bingo, genau, die Bingo. Wer? Bingo ist 3 oder 4 in einer Reihe. Wer hier im Haus das noch nicht hat, da gibt es auch nochmal die zu holen. Gibt es diese Bingo. Ich glaube, ziemlich zum Schluss ist das. Dumm, dumm, dumm. War ich gerade vorbei. Derby Champions. Müsste doch hier jetzt irgendwo sein. Ja, heute habe ich es aber hier mit. Mit dem Suchen. Profi-Angler. Habe ich schon wieder übersehen, ne? Bestimmt wieder übersehen. Ja, ihr könnt selber gucken. Ich will euch jetzt nicht zu sehr langweilen. Die Sucherei beim Greg war ja schon anstrengend. Wie gesagt, da im Haus. Wer die Bingo da in der Gruppe noch nicht hat, sprecht das mit eurem Gruppenleiter ab. Auf jeden Fall gibt natürlich geile Geschenke, denke ich mal. Punkte, glaube ich, nicht war einmal gewesen. Ansonsten gibt es was zum Abgreifen. Warum soll man das nicht mitnehmen? Das ist genauso wie Häschen. Gibt immer geile Sachen. Und dann hier noch die Punkte dazu. Und dann gibt es noch Dias drauf. Und dabei, wie ist das? Und Rhabarber, Ägypten. Das soll es für heute gewesen sein, meine Lieben. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Viel Glück da draußen. Schönes Leben, wie immer. Euer Onkel Jens.